willkommen wieder zurück. Und jetzt, genau, wenn man um die Ecke kommt, wird die Ampel rot. Das muss natürlich so sein. In Hinsicht auf den Fahrplan natürlich nicht, aber ich meine, wir haben jetzt schon 1,4 wieder Verspätung. Das ist doch schlimm. Ich frage mich, wo die Zeit wieder geblieben ist. Wir sollen eigentlich, nee, so viel, nee, doch, Nürnberg um 31 und wir haben jetzt schon 32. Ja, gut. Also ich finde es auf eine Minute kommt es wirklich nicht an. Ich meine, irgendwie, ich weiß nicht mehr wo, ich meine irgendwie in Japan oder in China war es, da gibt es, glaube ich, mit Abstand die pünktlichsten Züge. Weil das für die Flokführer, wenn die zu spät sind, auch irgendwie disziplinarische Folgen hat. Also irgendwie was war da mal so in der Richtung. Was wirklich, also ich sehe das jetzt wirklich nicht so an, ob das jetzt eine Minute früher oder später ist. Weil man, wenn man natürlich dann einen Anschluss, Bus oder Zug oder Flug hat, das natürlich dann, je nachdem wie es kommt, etwas blöd ist. Wenn du mit dem Bus irgendwo ankommst und der Anschlussbus, den nimmst du so genau und fährt man 2 Minuten früher ab, ja, dann, ist das, denke ich mal, nicht so toll. Aber irgendwie lässt sich das Ding so komisch schalten. Manchmal reagiert er gar nicht beim Schalten. Also der hat auch ein relativ komisches Getriebe, aber man muss natürlich dazu sagen und auch mal bedenken, dass das hier ein alter Bus ist und der von der Technik jetzt auch nicht auf dem allerneuesten Stand ist. Also die heutigen Getriebe, die schalten ja relativ weich, auch wenn es manuell ist. Aber ich finde, der schaltet da wirklich sehr hart. Hier ist nichts mit puderweich und ganz zärtlich. Ja, das ist ja alles sehr, ja, sehr... Das ist nämlich so ein bisschen an so ein Baustellenfahrzeug, irgendwie so richtig... So zweckmäßig. Also, ich meine, das ist für die damaligste natürlich ein sehr guter Bus hier, ne? Da kann man ja sagen, was man will. Oh, da ist ein Kollege. Aber für das Grüßen habe ich jetzt keine Zeit. Weil wir müssen unbedingt mal weiterkommen im Fahrplan. Wenn wir heute noch ankommen wollen, was ich eigentlich geplant hatte. So, das heißt, wir sind jetzt... Oh, ich habe entfernen gedrückt jetzt gerade und... Habe ich gerade selbst auf Stopp gedrückt oder war das jemand hier im Bus? Das habe ich gerade aber nicht ganz verstanden hier. Warte mal. Boah, fährt der Scheiße. So. Ach nee, okay, das waren nicht wir. Okay, Entwarnung. Es war eine Person, die sich unter den Fahrgästen befindet. Und wir fahren hier, glaube ich, auch die Haltestelle Saasdorf auch nur außen an. Also das heißt, wir fahren jetzt gleich hier nicht rechts rein. Wir bleiben, glaube ich, auf dem Außenpfad. Oder? Hier geradeaus. Hier rechts rein geht es ja wirklich nur, wenn hier eine Linie beginnt oder wenn hier eine komplett endet. Aber das ist ja bei uns hier nicht der Fall. So, jetzt haben wir wieder Leute los. Das ist natürlich sehr gut, weil der Bus dann definitiv schneller ist, wenn er weniger Leute an Bord hat. Und so können wir noch früher an der nächsten Haltestelle eintreffen. Das ist natürlich ein Argument für leerere Busse. So. Links ist nichts, rechts ist nichts. Natürlich genau, falsch schon auch noch gesagt. Aber ich wusste zumindest, was ich ungefähr meine. So. Herzogstraße, St. Montin ist die nächste. St. Montin ist, glaube ich, den ganzen Berg hoch jetzt, ne? Ah. Na, super.
Und mal wieder eine rote Ampel. Also ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Ach, das kann auch nicht wahr sein, dass hier jetzt extra noch grün wird. Oh, jetzt, haben wir die typischen Busse, sind ja die Doppeldeckerbusse für die Map. Aber das liegt wahrscheinlich nur daran, da die Map aus einer Zeit stammt, wo Omsi noch relativ neu war. Und es da auch dementsprechend erstmal nur diese Doppeldecker nur gab und auch keine großen Add-on-Busse. Daher waren das natürlich die einzigen Busse, die man hier hätte vernünftig einsetzen können. Weil die auch wirklich jeder hatte. Ich meine, es gab schon relativ früh Add-on-Busse, aber das waren natürlich keine Doppeldecker. Da waren ja auch viele russische Lias, wie die alle heißen. Und natürlich schon erste Vorläufer, 405. Die waren natürlich dann, es war jetzt nicht ganz so die Höhe, aber immerhin, es gab da welche und das war für die damalige Zeit, wenn ich dran zurückdenke, wirklich schon relativ viel wert. So, er hat wieder nicht gegrüßt, also das geht doch wirklich gar nicht. Ich kann das nicht verstehen. Ich meine, es wird ja reichen, wenn die einfach nur die Hand heben. Und ich habe auch gehört, es ist ja so, man kann Leuten auch hier mit Lichthupe andeuten, dass sie jetzt, meinetwegen, wenn man irgendwo vorfahrt, dass sie trotzdem vorfahren dürfen. Das kann man alles machen, habe ich hier mal wieder gehört. Klang auf jeden Fall wirklich sehr interessant. Wenn sich mal die Möglichkeit ergibt, kann man das ja mal wirklich in Angriff nehmen. Aber da müsste sich natürlich erstmal hier eine Stelle finden, wo das geht. Und das ist ja auch nicht ganz einfach. Also ich finde wirklich mit Abstand diesen Streckenabschnitt hier am ätzendsten. Nee. Auf jeden Fall sehr ätzend. Ach, ich erinnere mich immer wieder an Part 8. Das muss einfach sein. Diese Erinnerung, die ist und die wird auch bleiben. Das ist. Die hat sich so fest reingebrannt. Das ist ein Moment, den werde ich mein Leben lang nicht mehr vergessen. So. Ich wollte jetzt irgendwas. Oh, jetzt bewölkt sich gerade etwas. Hat zumindest gerade so ausgesehen hier auf einmal. Ich weiß gar nicht, wie weit es von hier noch ungefähr ist, aber ich meine, von hier war ja damals auch mal eine Linie extra noch. Oder gibt es überhaupt St. Martin in der Art noch? Hier rechts war das ja. Nee. Gibt es ja gar nicht mehr. Ups. Ich habe, glaube ich, den falschen Knopf gedrückt. Aber psst, nicht weiter erzählen. Ich meine doch hier damals, lange, lange, lange Zeit ist es her, da war doch hier noch so ein richtiger Abzweig. So ungefähr. Weiß ich noch ganz genau, das ist hier vorne rangekommen. Und das war nämlich der Part, wo ich euch... Da sind wir einmal mit dem MAN SD202 D92 runtergefahren, jetzt hier nach Bad Kinzau. Und ein anderes Mal sind wir hier in Part 10 mit dem neuen O405 gefahren. Das weiß ich noch ganz genau, deswegen... Erinnerungen kommen wieder hoch. Ist das nicht schön? Aber ich würde sagen, dass wir uns gleich erstmal wiedersehen. Also bis gleich.